Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstagmorgen, 2. Mai. Fühlt sich an wie Montag. Gestern Feiertag war. Morgen lade ich hier den Cut 330, den ich von Igelheim geholt habe letzte Woche. Der geht raus nach Mannheim. Und die Spinelli, da wo die vielen anderen Bagger stehen, da gehen nächste Woche gehen 2 große Bagger weg. Weiß nicht wohin. Und ja, da geht der dann hin. Lade ich mit Löffel dran. Attacke. Mehr weiß ich noch nicht. Aber bis ich das gemacht habe, ich jetzt geladen habe, bis ich alles fertig habe und dann wird es auch 9 Uhr sein, vielleicht sogar später. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Bis gleich. Thank you.
So, schnell der Löffel fest, halt. Ich klebe mal die Maut an. So. Die hänge ich so ein. Ziehe ich die vorne mit dem Kettenspanner. Stelle euch mal da her. Moment. So. So. Er hängt dann hier drin. Bisher ging es immer gut. Also ohne die Bagger jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen oder so, ja. Zum Verladen einfach der letzte Rotz. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Aber es ist so. Fängt mit den riesen Ösen an, wo keine Kette reinpasst. Ja, steht größere 336, ja, und da passen alle Ketten, die wir haben, ohne Probleme rein. Da kann man auch einen Löffel dran lassen, wenn es sein muss. Was hier auch nicht geht, weil die Leitungen vorne vom Wechsler, ja, also sorry,
unter aller Sau. Da hat sich niemand Gedanken gemacht. Hauptsache verkauft. Egal, ich hänge jetzt zusammen. Wirklich jedes Mal ein Akt mit den Dinger und wir haben zwei von denen 330. Oh. Ah, ich bin so hohl. Ich habe die ganze Zeit gelabert und die Kamera war gar nicht an. Ach, nee. Ich bin mittlerweile in Mannheim. Steht der 39, der ist nicht sauber. Nehme ich den nicht mit heim. Sollen die beiden großen weg hier, 38 und 46, wenn ich das richtig verstanden habe. Latsch mal davor, frag mal, was Sache ist. Eventuell bring ich da noch einen Brecher her später. Mal alles mal sehen, alles mal gucken. Keinen Plan, was ich jetzt mache. Ich fahre mal hier raus. Ich denke, dass die Kollegen gleich kommen und wieder laden hier. Und dann stehe ich nur im Weg, sinnlos. Gesagt, dass ich jetzt nach Hause fahre, Sattel um und fahre die Felsbrecherwalze. Die wird gerade umgebaut. Gehe davon aus, dass ich das mache. Leck mich doch am Hebs nicht her. Sorry. Hab mal wieder nicht mitbekommen, dass die Kamera nicht an ist. Hab jetzt hier die Sattelplatte bestellt. Hab ich mir hier Holz untergelegt und jetzt. Sattel ich noch ab. Irgendwann hebt sich der Hals frei. Durchgucken. Fahre ich wieder ein Stück vor. Habe ich auch schon mal gesagt, warum. Gucken wegen meiner Leitungen da oben.
ausziehen ein Stück. Und ansonsten komme ich hier hin. Stoße ich hier hin an. Warum? Oh, da hängen schon Spinneweben drin. Naja. So, ich mache mal alles dran. Gucken, wie der Hahn hier steht. Der steht nach innen. LKW, gut. Also das passt so. Das ist der hier. Ja, der steht nach innen. Das heißt, er kriegt seinen Öldruck quasi von der Maschine her. Das passt. Abdrehen. Gucken, ob die glatt sind. Ja, sieht gut aus. Gut. Werkzeug liegt jetzt hier auf dieser Seite. Nicht alles, aber ein Großteil. Die Betonpulverisierer und Betonscheren und so Kram, die liegen noch drüben. Wird aber auch noch irgendwann hier rüberkommen. Denke ich mal. Das hier ist die alte Walze, die drin war. Die Polygon, glaube ich, heißt die. Polygon, Polygonal. Keine Ahnung. Ja, die neue ist drin, wird jetzt noch festgemacht und dann Blindfisch. Und dann laden wir die.
Das hier ist eine Felsbrecherwalze. Die Walze musste ausgebaut werden, beziehungsweise eingebaut, und die da war halt drin. Es hat halt jetzt den ganzen Tag gedauert. Jetzt ist es schon 18 Uhr vorbei. Ich war jetzt rein in meine Halle, mach die Ketten noch dran, mach die Reifen ein bisschen fest und dann geht die morgen früh, geht die runter an der Tunnel. Sorry, war nicht mehr heute. Ich habe gerade mit dem Kollegen vor Ort telefoniert, also hochfahren geht überhaupt gar nicht. Ja, also ich werde dann rückwärts so weit, dass ich von der Straße weg bin vorne. Reinfahren, hoffen, dass die Rampe runtergehen. Das ist ja auch wieder so eine Sache, ja. Der Berg geht so hoch halten und du musst die Rampe da an den Berg legen. Das geht meistens nicht. Gerade so nicht. Meistens. Ja, schauen wir mal. Das ist nur, du machst mehr kaputt wie gut, sag ich mal. So, alter Regenmantel. Was ist denn das jetzt mal? Ja, aber.
Ja komm, da bist du schon vorne. Meine Fresse, ey. Schlof in. Nee, manchmal. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich mich daran vorbeigequält. Einfach, weil ich es kann. Ich drehe hier vorne an der Kreuzung und stelle mich hier quasi runter zu sehen. Scheiße, ne? Der lenkt so scheiße, der Tieflader. Mit meinem Weg hier schon rum. Weil der so lange steht, wenn ich jetzt die Lenkung zu stark quäle, dass es macht, bam, und der Schlauch ist weg. So, ich stelle mich hier an die Seite. Der Bagger steht da hinten drin und steht natürlich im Dreck. Jawohl. Bei dem Rotzwetter den Bagger hier rausholen. Ne? Weil ich wieder Straße gehe noch eine Stunde. Keine Ahnung. So.
sehen, sehen die nichts. Umleitung sieht gut aus, dahinter sieht es gut aus. Ich habe schon die Hebebühne hier rausgefahren. Hier ist auch, hier ist nur Brei, hier ist nur Matsch. Furchtbar. So ein Kürzigbagger, das sollte normal nicht die Wand halt einreisen eben dran. Vielleicht das komme ich da dran. Gerade so nicht. Achtung, piepst. Rausfahren, dann muss ich wieder die Hebebühne reinfahren. So. 18. Thank you.
so, dann bin ich fahr schnell die Hebebühne wieder weg und dann mache ich die Rampe runter.
Ei, Karamba, komm jetzt her. Gehen würden, wenn ich jetzt sehen, wie weit ich noch vor muss. Ja, aber die gehen mal wieder nicht. Bringen und dann ist alles gut. Daran liegt es entscheidend. Gleich 12 Uhr. Jetzt lade ich hier den 29 ab. Da
wollte ich eigentlich Tieflader putzen, das mache ich nicht. Den stelle ich so hin in Dreck und Speck, ist mir gerade egal. Dann fahre ich rüber nach Hochspeyer, Nachbarort hier. Ist für die Lieper ist noch ein Bagger zu fahren. Die B37 unten raus nach Stab nach Weidenthal. Wenn ich dann leer habe, dann darf ich noch, weil es ja Freitag ist, fahre ich noch nach Wiesbaden und hole den 938 nach Hause. Der muss heim. Alles noch heute. Die ganze Woche stehst du rum und freitags musst du die Welt retten. Jedes Mal selber. Jedes Mal selber. Pisst mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Aber gut. Wie gesagt, ich lade den ab jetzt, dann sattel ich um. Leider ist der Akku leer hier. Den muss ich erst wieder ein bisschen laden. Dann sattel ich um, weil da sind durch das Tal durch sind einige Brücken. Ich dürfte keine Probleme mit der Höhe haben. Ich habe nur später dann, wenn ich den 938 lade, dann habe ich lieber meinen dran, meinen großen Tieflader dran. Soll oder nicht?
Hau mal rein, dass ich volle Gas bin. Hier liegen 4 Löffel. Ich hoffe nicht, dass die alle zu dem Bagger gehören. Na, volle Gas komme ich ja nicht, ne? Doch. So. Ob es geht. Zusammen. Mal gucken, ob ich hier raus. Cool, wenn ich hier rausfahren könnte. Ne? Aber das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, denke ich. Ja, schön, dass es nicht mehr regnet, ja, aber dass es jetzt gleich dann wieder so schwül wird. Bin ich dran oder was? Okay. Müsste ja auch nicht sein. Scheinbar bin ich dran. Mit. Oh. Ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Ich bin wirklich zu alt für den Scheiß. Das Tor.
LKWs kommen, alles gut, aber der ein oder andere LKW fährt ja auch öfter durch. Wie gesagt, obwohl Anlieger frei. Obacht! Fahren. Geht das alles, wenn ein LKW entgegenkommt, wird es schon wieder scheiden. Vorgefahren, ne? An, Alter! Fahr vor! Kann man sich so saublöd doch hinstellen, ey! Thank you.
dann. Genau. Da vorne, wo die Brücke ist. Da muss ich da schon rein. Ich muss hier auf die Straße abladen. Der Gedanke, ich glaube gar nicht, dass ich da dran komme, dass ich weit genug weg stehe. Erster Gedanke ist ja, was mein Gedanke zum ersten Gedanken ist. Soll ich es wagen? Sehe ich hier hin um die Kurve nichts mehr, ne? Mensch! Das reicht doch. Sorry, ich bin heute wieder. Selbst nicht leiden irgendwie, keine Ahnung. Dabei ist das alles gar nicht meine Schuld oder so. Weißt du, daher. So, muss ich ja dann doch zurück, ne? Oder ich mir einfach die Schilder um. Ach, was soll der Geiz? Die Parke, die hier steht.
der Hundsbunse. Also den 938, den hole ich morgen früh. Fahr heute nicht mehr da hoch. Überhaupt gar keinen Drang, dass ich heute noch da hoch fahre. Reinfahre wie die ganze Zeit vorwärts und eventuell dann dieses Tor öffne und dann mit dem Baguette drauf vorwärts rausfahre. Kommt natürlich dann drauf an, wie die PKW stehen. Und wie gesagt, Samstagmorgen alles zu Hause. Ich denke, die stehen nicht zu meinem Vorteil. Stehen. Danke. So, da unten sieht es gut aus, ne? Die Ecke da unten wäre frei. Also, danke. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Bagger, das ist der 922. So, was ist ihm seine Aufgabe hier?
cool, da sitzt der nicht drin. Ja. Fahr ja nicht einen Meter zu weit vor.
schweißtreibend, aber besser als 500 Meter rückwärts fahren. So. Flackung. Was war da oben? Oben an der Kreuzung. Das muss jetzt noch klappen und dann ist alles gut. Schmutzlappen wieder fest gemacht hinne. Der war eingerissen und hat am Reifen quasi geschliffen. Jetzt fahre ich wieder rüber in die Halle, mache das Fahrzeug ein bisschen sauber von außen. Von innen auch. Ich muss mal mein ganze. Ich traue mich gar nicht zu zeigen hier mein Flaschenwerk. Ja. So finanzierst du dir ein neues Fernsehen. Das mache ich noch alles sauber. Die Raube habe ich geladen. Was man so erkennt. Ja, geh mal rum. Die 736. Die haben wir noch. Bleibt auch drauf stehen bis Montag. Geht Montag runter nach Ingelheim in das Pharmaunternehmen. Pharma an das Pharmaunternehmen. Der war schlecht, ich weiß. Und ja, muss noch ein Traktor hin. Den wird vielleicht mein Kollege fahren. Mal gucken. Das geht mit dem Dreieckser einfacher. Ich bin mit meiner Mühle hier. Oder ich müsste halt umsatteln mit dem Rahmentiefleiter, geht es noch einfacher. Oder ich müsste das machen, schauen wir mal. Ja, dann danke ich mich fürs Zusehen. Oh, da fällt, da gegen Ende fällt die Show. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat etwas Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger war, wenn es nur eine kurze Woche war. Wie immer, ein Like oder ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Ist kein Muss, aber hilft mir und meinem kleinen Kanal. Ja, irgendwann mein Fernsehen in die Quark. Lass das mal gut sein. Ja,
denn. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Tschüss. So.